Hallo, ich bin Matthias. Ich bin der Ingo. Ich bin der Himi. Und wir sind Keller und Verstärkung. Es begann alles in einem Frankfurter Park bei einem Open-Air-Festival namens Stoffel. Da haben Himi und ich zusammen gearbeitet. Ich auf der Bühne, er vor der Bühne. Und es war so ein Jahr, wo mein altes Bandprojekt gerade sozusagen bewusst verstorben ist. Und ich habe mir Gedanken gemacht, was mache ich jetzt? Und ich hatte diese Vision, ich hätte gerne ein Trio. Ich habe eine ganz hervorragende Demo-CD erhalten. Mit ganz tollen Songs und dann habe ich gesagt, auf jeden Fall, da habe ich Lust einzusteigen. Eben war es noch unsichtbar, jetzt ist es da, weil du so willst. Es ist dein Herz, das zu dir spricht. Es sagt, was schön ist und was nicht. Von der Basis her ist es deutschsprachige Rockmusik und das ist sehr textorientiert und zwar schon mit einem gewissen Anspruch, also ich sag mal geistreicherer Humor, aber auch ernste Themen. Stilistisch sind wir aber auch in sehr anderen Extremen unterwegs. Also wir haben Klavierballaden, die sich nach Paolo Conte anhören. Wir haben aber auch ein paar Nummern, die klingen wie Rammstein. Heil Erde! Und wir haben sehr viel Spaß daran, die Lieder so zu spielen wie... Also das Lied gibt im Grunde den Stil vor. Bei ihm sammelt sich einfach eine ganze Menge Songmaterial an. Also er ist einfach, also in meinen Augen, ein geborener Songschreiber. Unser Konzert und auch die CD ist letztlich wie so eine Mix-CD, wie so eine Mix-Kassette mit unterschiedlichen Stilen, die aber trotzdem halt durch die Art, wie wir das halt rüberbringen, sehr homogen ist und sehr viel Spaß macht. Also man ist jetzt nicht bei einem Konzert von uns dabei und hört dann anderthalb Stunden lang den gleichen Song im anderen Gewand, sondern man macht wirklich eine sehr unterhaltsame Reise mit. Tag und Licht, gibt es nur noch das, was ist und nicht mehr das, was einmal war. Es ist unterschiedlich. Meistens ist es so, dass Matthias den Song eigentlich schon fertig hat. Das Endresultat, Arrangement, ist dann meistens so eine Dreiergeschichte im Proberaum, wo jeder nochmal seine Idee seine Meinung zum Besten gibt und es wird auch, man stößt auf offene Ohren. Also es ist eigentlich kein Krieg und ich glaube, jeder vertraut auch auf so ein bisschen, was der andere hört oder vielleicht auch kann. Es ist wirklich ein Zusammenwirken, da darf jeder und wird auch gehört. Himi ist ein grandioser Schlagzeuger, Ingo ist ein grandioser Bassist. Also ich könnte mir vorstellen, dass sogar künftig der Songschreibeprozess noch mehr eine Gemeinschaftsarbeit wird. Ja, weil ja letztlich auch jetzt über die 3 Jahre, die es uns gibt, dann doch ein Sound entstanden ist. Es ist nicht Liebe, es ist nur super gut an. Also das war ein wahnsinniges, gutes Testpublikum, weil da kann dir auch die größte Scheiße passieren, dass du irgendwie ausgebuht wirst und das war also, das ist jetzt kein Eigenlob, es war einfach, wir haben selbst nicht gewusst, wie geht das aus. Besonders als ich erfahren habe, dass wir in der Mitte spielen, erst Gentleman, dann wir, dann Sunrise Avenue. Ich dachte natürlich, gut, die packen uns irgendwo ins Vorprogramm und es war Wahnsinn. Ich muss hier raus. Ich hock im Park. Wir haben klare Ziele. Wir haben ein sehr konzentriertes, diszipliniertes Arbeiten. Unser Album ist in genau dem Studio produziert worden, in dem Unheilig oder die Toten Hosen oder H-Blocks, also richtig große, krachige deutsche Bands herkommen. Wir sind ja jetzt gerade am Start, um den Zuhörern da draußen mal wieder ein paar neue Ohrwürmer zu liefern. Wir sind guter Hoffnung. So,
Und jetzt? Vielen Dank. Wie heißt du nochmal? Hans. Was kriegst denn du an Gage für das Gespräch? Das willst du gar nicht wissen. Unser Captain, lass